Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Und ja, ich filme heute mit einer neuen Kamera und ich hoffe, es funktioniert alles. Was ich noch nicht rausbekommen habe, ist der Autozoom. Also das heißt, wenn ich euch irgendwie was in die Kamera halte, ich gucke mal, wie ich das hinkriege. Und ja, aber ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mal mit dem Haul los, denn ich habe einige Produkte jetzt im Monat März eingekauft. Es ist gemischt, es ist von Douglas, es ist von Sephora, es ist von Cult Beauty, es ist von DM, von Müller, vom Rossmann, also alles mit dabei. Und ich würde sagen, wir starten jetzt gleich los mit dem Video. Und als erstes zeige ich euch die beiden Produkte hier. Und zwar ist es von Botanicals Fresh Care Lavendelberuhigendes Shampoo und Lavendelfeuchtigkeitsspülung. Genau, die beiden Produkte habe ich von L'Oreal zugeschickt bekommen. Es ist einmal für empfindliches Haar und Kopfhaut. Also sprich, wenn ihr empfindliche Kopfhaut habt, dann ist das wohl ganz gut. Und deswegen, ich weiß noch nicht, was das Blinken zu heißen hat. Okay, schauen wir mal, wie es funktioniert. Ja, auf jeden Fall habe ich die beiden Produkte hier von L'Oreal zugeschickt bekommen. Und ja, ich werde sie jetzt testen und ihr werdet sie auf jeden Fall in einem Aufgebraucht-Video von mir sehen. Und ja, ich bin schon gespannt, wie ich die Produkte so finde. Als nächstes habe ich bei Douglas bestellt, hatte ich euch auch im letzten Aufgebraucht-Video erst die Probe gezeigt, die ich aufgebraucht habe. Und zwar dieses Kiehl's Turmeric und Cranberry Seed Energizing Radiance Mask. Das ist dieses Teilchen hier. Die habe ich mir jetzt mitgenommen. Und ja, ich habe sie auch schon wieder einmal verwendet. Ich finde sie richtig, richtig gut. Und ja, freue mich, dass die jetzt bei mir in meiner Beauty-Routine mit einziehen durfte. Noch ein Produkt von Kiehl's, welches mich natürlich auch vollkommen überzeugt hat. Und zwar das Ultra Facial Overnight Hydrating Mask. Die verwende ich nicht jeden Abend. Und ja, aber sie ist richtig, richtig gut. Also ihr tragt die auf und am nächsten Morgen habt ihr wirklich ein richtig schönes, durchfeuchtetes Gesicht. Und ich finde die Creme bzw. die Maske für die Nacht super. Ja, dann habe ich mir hier einmal wieder das Rexona Maximum Protection mitgenommen in Clean Scent. Meins ist fast leer. Bei Müller habe ich mir mitgenommen hier von Glade das Relaxing Scent für den Duftsprüher. Ja, das riecht, ich glaube, ich habe es noch gar nicht getestet. Oh, das riecht richtig schön frisch. Also ein richtig, richtig schön frischer Duft, gefällt mir richtig gut. Ja, dann durfte bei Douglas hier im Sale dieser Weiß-Lipstick mit. Und zwar von Urban Decay in der Farbe Scorched. Das ist ein metallisches Finish. Und ja, den fand ich auch richtig, richtig schön. Und ihr könnt es auch hier sehen. Eine sehr, sehr schöne Farbe. Gefällt mir richtig gut. Und je nachdem, welches Augen-Make-up, ganz klasse. Ja, beim Rossmann habe ich mir hier wieder mitgenommen von Kuschelweich Duftsäckchen Sommerwind. Und die lege ich so gerne in die Schuhe, weil die Wäsche duftet danach richtig, richtig frisch. Gerade die Handtücher oder auch die Bettwäsche finde ich richtig toll. Leider gab es nicht mehr Packungen, sonst hätte ich gerne mehr mitgenommen. Ja, dann habe ich mir noch von Kiehl's das Herbal Infused Micellar Cleansing Water mitgenommen with Lemon Balm Floral Water und Thymian Essential Oil. Und das riecht richtig, richtig gut. Ich habe es auch schon verwendet. Ganz toller Thymian Duft, also schön kräuterig, was ich total mag. Und ja, ich habe jetzt mal die kleine Größe mitgenommen, einfach aus dem Grund, ich möchte es erst testen und ich habe im Endeffekt genug Gesichtswasser momentan daheim. Und ja. Ich finde es eigentlich bis jetzt ganz gut. Es nimmt das Make-up gut runter und hinterlässt so einen öligen Film, was natürlich, wenn man abends von der Arbeit heimkommt und sich dann abschminkt und dann noch nicht gleich eincremt, ganz gut ist, weil die Haut schon mal so vorgepflegt ist. Ja, dann habe ich hier von Sisley eine Creme bekommen, Eye and Lip Contour Cream, so eine kleine Probegröße. Bei DM habe ich mir auch nochmal Kappa-Tees mitgenommen. Keep Calm Bio-Kräutertee mit Kamille, Honeybusch und Zimt. Das ist dieser hier. Und der riecht auch richtig, richtig lecker. Da freue ich mich schon drauf, den zu trinken.
noch einen Kappa-Tee-Duft damit, und zwar die Purify Me Bio-Kräutertee mit Fenchel, Holunderblüten und Rosmarin. Und auch der riecht richtig gut. Also man riecht den Fenchel auf jeden Fall raus, aber es ist gerade, wenn man Kräutertees mag, also ich mag Kräutertees generell sehr, sehr gerne. Und ja, Fenchel beruhigt auch so ein bisschen den Magen. Also gerade wenn man irgendwas zu Mittag gegessen hat, was man nicht ganz so gut verträgt oder so, mag ich solche Tees eigentlich immer gerne. Und ja, deswegen durfte auch der mit. Genauso wie hier meine Kräutertees, die Teekanne Magenfein. Finde ich einfach richtig gut und ist auf jeden Fall ein Muss. Also muss ich immer mit in der Arbeit haben und überall haben. Also ich trinke den jeden Tag eigentlich. Ja, dann habe ich von Douglas eine Probe bekommen von Origins Ginseng Energy Boosting Gel Moisture. Ja, da bin ich mal gespannt. Origins ist ja neben Kies so eine der Marken, die mich sehr interessieren momentan. Und ja, da bin ich auf jeden Fall schon mal gespannt drauf, die auszuprobieren. Von Detox, die Daily Hydration Gesichtscreme, habe ich einmal von Douglas bekommen. Bin ich auch mal gespannt, wie die so ist. Ja, dann durfte bei Rossmann natürlich wieder mein Garnier Clean Fresh Augen-Make-up Entferner mit für sensible Augen. Ihr kennt mich, ich liebe das Ding, das funktioniert immer, es ist immer super, deswegen musste das mit. Ja, und bei DM habe ich etwas Neues entdeckt, und zwar für sensible Haut. Simple nennt sich das. Sensitive Skin Experts, sanft zur Haut, Augen-Make-up-Entferner entfernt, auch wasserfeste Mascara. Farbstoffe, also 0% Farbstoffe, Parfüm, Alkohol, Parabene und tierische Inhaltsstoffe. Und ja, das hat mich angesprochen. Ich möchte es ausprobieren. Ja, ich habe irgendwann mal gesagt, ich möchte eigentlich nur noch den Garnier verwenden, aber der hat mich doch recht angesprochen, weil es halt wirklich ähnlich sein könnte zum Garnier. Ja, noch ein Produkt, was bei Douglas mitkommen durfte, ist hier von Sol de Janeiro die Brazilian Bum Bum Cream. Und Leute, das Teil riecht mega geil. Also wirklich so ein geiler Duft. Mega. Doch hier bin ich mir nicht sicher, ob ich euch den schon gezeigt habe. Aber so ein geiler Duft, und ich hatte schon die kleine Probegröße davon, die ist jetzt schon fast leer. Da habe ich den Eindruck, es ist extrem viel Glitzer drin. Wenn ich mich mit der eincreme, habe ich nicht den Eindruck, dass extrem viel Glitzer drin ist. Ja, könnt ihr mir mal schreiben, wenn ihr die Creme auch schon ausprobiert habt, ob ihr auch das Gefühl habt, dass da Glitzer drin ist. Finde ich irgendwie immer nicht so cool, aber der Duft ist einfach nur mega. Ja, noch etwas, was ich bei Douglas mitbestellt habe, ist der Beauty Blender. Ich habe den auch schon wieder in Verwendung. Und ja, ich liebe den Beauty Blender einfach, und deswegen muss der einfach sein. Ja, dann habe ich letztens bei DM den Aufsteller entdeckt mit den verschiedensten Produkten, unter anderem auch L'Oreal, das Melon Dollar Baby Blush. Und Leute, der riecht so mega geil nach Wassermelone. Richtig, richtig schöne Farbe, und ich glaube für den Sommer genau das Richtige. Ja, nochmal Blush, was einziehen durfte, ist von Essence diese, aus der LE, dieses Blush-Trio, das Good Vibes, Good Memories LE. Ihr kriegt die auch momentan noch. Also ich habe die bei Rossmann bei uns gesehen, bei Müller bei uns gesehen und bei DM. Also wenn ihr da Glück habt, könnt ihr die noch finden. Und ich finde, es ist einfach ein mega süßes Design. Und ja, die Blushes sind auch richtig, richtig schön. Also das ist ja das, was Essence wirklich gut kann, also Blushes. Da muss ich sagen, da greife ich dann auch gerne dazu. Lidschattenpaletten lasse ich mittlerweile links liegen, weil hier überzeugen mich die Produkte meistens doch nicht. Ja, dann hier nochmal von Douglas eine Probe, die Detox Volcanic Matte. Tägliche Gesichtsreinigung und Maske. Ist einfach so ein kleines Sachet. Und wir sind noch nicht fertig, Leute. Also es gab ja bei Douglas letzter Zeit so ein Glücksrad mit Goodies, und da habe ich einige Codes eingeben können. Und ja, deswegen ist jetzt auch einiges an Goodies noch mit dabei. Normale Goodies sind die beiden hier noch. Das Carnebo Refining Eye Serum. Das ist einmal die kleine Probe hier. Und dann hier einmal so eine Sensei Cellular Performance Probe. Das ist so ein Heftchen. Und da stecken hier zwei Proben drinne, genau, einmal für Lotion und einmal eine Emulsion,
Step 1 und Step 2. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Und ja, bin mal gespannt, aber nachkaufen. Ja, Sensai ist doch schon sehr, sehr teuer. Ja, dann noch ein Goodie, was ich bekommen habe von Douglas, ist hier das Human and Kind Deep Cleansing Clothes. Das sind zwei Reinigungstücher, ganz einfach. Die könnt ihr ganz normal waschen. Sehen so aus. Also schöne Größe. Sind, wie gesagt, zwei Stück. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man hier nirgends einen Aufhänger hat, weil man die doch eigentlich zweimal verwenden kann, finde ich. Und ja, aber leider kein Aufhänger dran. Vielleicht nähe ich mir da auch selber einfach mal einen dran. Genau, und hier ist auch nochmal das Logo mit drauf gedruckt. Dann noch ein Kiehls-Produkt, was bei mir einziehen durfte. Und zwar die Kiehls Creamy Eye Treatment with Avocado. Ja, die ist auch noch verschlossen. Die lasse ich auch erst noch zu, weil ich habe noch von der Klinik Augencreme noch einiges und die möchte ich erst aufbrauchen, bevor ich die hier verwende. Ja, dann bei DM entdeckt hier das neue Bio, Garnier Bio-Sortiment. Da habe ich mir einmal das Lavendelöl hier mitgenommen, weil ich mag Gesichtsöl sehr, sehr gerne. Und Lavendel mag ich auch gerne und Öl verwende ich gerne abends. Also eine Kombi, die auf jeden Fall funktioniert. Das ist dieser kleine Flakon hier und das ist so ein schöner Duft. Man kann den mit einer Pipette rausholen, was ein bisschen schwierig ist. Sobald man oben leicht drauf drückt, kommt unten schon das Produkt raus, was ich natürlich nicht ganz so toll finde. Aber der Duft ist einfach mega geil. Also wer Lavendel liebt, der sollte sich das Produkt echt mal anschauen. Ja, finde ich klasse. Ja, von Essence aus der Good Vibes, Good Memories Limited Edition durfte noch das Body Mist mit. Und das riecht richtig schön blumig, frisch, richtig schöner Duft. Ich glaube, das ist aber schon ausverkauft. Also ich habe es bei uns nirgendwo mehr gesehen, sonst hätte ich mir vielleicht noch eins mitgenommen. Aber das gab es leider nicht mehr. Ja, wenn ihr das noch kriegt, schaut euch das auf jeden Fall an. Riecht wirklich sehr, sehr lecker. Und was auch noch mit durfte, ist von Essence dieses Good Vibes, Good Memories Blush and Highlighter Drops. Hiervon muss ich ehrlich sagen, bin ich etwas enttäuscht. Man hat diesen Glitzer drauf, was ich echt nicht cool finde. Finde ich schade. Würde ich an eurer Stelle eher stehen lassen, außer ihr mögt Glitzer. Ja, dann vom Glücksrad hier nochmal ein Soy Try Wheat Leave-In Conditioner with Soja und Kakao. Ja, ist nochmal so Leave-In Conditioner. Ja, ist nie verkehrt. Ja, dann habe ich hier nochmal so eine Probe, die hatte ich gerade schon mal. Da habe ich jetzt praktisch zwei von. Es durfte auch noch mit einem Pinselreiniger und da habe ich mir hier von It Cosmetics den mitgenommen. Den It's Your Brush Love Instant Brush Cleaner. Ja, funktioniert ganz gut. Was ich etwas schade finde, es verschwindet viel Produkt einfach daneben. Also, ne, ihr müsst den Pinsel halt ansprühen und dann auf einem Papier ab. So hin und her reiben leicht. Und ja, es verschwindet leider viel Produkt neben den Pinseln, was ich natürlich nicht so cool finde. Aber an sich funktioniert das Produkt ganz gut. Also man bekommt den Pinsel leicht sauber. Starke Farben kriegt er natürlich nicht weg. Aber so für die Zwischendurchreinigung ist der ganz gut. Ich glaube, ich habe am Anfang gesagt, dass ich was bei Cult Beauty bestellt habe. Ich muss mich korrigieren. Es war Beauty Band, nicht Cult Beauty. Sorry dafür. Da habe ich mir einmal den Nabla Concealer hier mitgenommen. In der Farbe Porcelain. Und ja, ich habe den auch jetzt schon ein paar Mal getestet und muss sagen, er ist sehr, sehr cremig. Die Farbe ist optimal, aber er setzt sich leicht in den Fältchen ab. Also das muss ich jetzt schon sagen. Ne? Da bin ich noch nicht so hundertprozentig von überzeugt. Also da weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll, weil das muss ich sagen, finde ich halt dann schon eher schlecht. Ja, und dann kommen wir zu, nein, eins noch. Und zwar, habe ich vom Beauty Bay. Und wenn ihr das seht, wisst ihr vielleicht auch, welche Palette ich mir bestellt haben könnte. Und zwar von Anastasia Beverly Hills Brow Wiz habe ich so eine Mini-Probe bekommen. Also echt süß. Und da ist so ein kleiner Stift dran, den kann man auch nicht rausdrehen. Also ist wirklich nur für ein paar Mal zum Augenbrauen machen, um zu testen, ob es funktioniert oder nicht.
Und ja, und jetzt kommen wir zum Produkt. Also die Probe habe ich natürlich zu einer Palette von Anastasia Beverly Hills bekommen. Und es ist die Rivera Palette. Ja, ich habe die gesehen, ich wollte sie haben. Und ich habe auch heute den Augenlook mit dieser Palette geschminkt. Und ja, ich finde die so schön. Also die sieht so aus, das ist so ein Textildesign. Richtig, richtig schön. Und so sieht das Ganze hier von innen aus. Ich zeige es euch auch nochmal in der Nahaufnahme. Also ich finde die Palette richtig, richtig schön. Die Farben sind auch richtig, richtig schön. Und ja, gewohnt bei Anastasia Beverly Hills. Die Farben sind hochpigmentiert. Sie lassen sich schön auf die Augen aufbringen. Und ja, ich bin echt begeistert. Und ja, ist ein absolutes Schmuckstück und ich möchte es auch nicht mehr missen in meiner Sammlung. Ja, dann kommen wir zu einer Marke, von der hatte ich bis jetzt noch gar nichts und sie kommt demnächst zu Sephora und ja, das erste Produkt ist auch schon bei Sephora online und zwar ist es die Tarte Rainforest of the Sea Palette. Die ist mega niedlich und richtig schwer, muss ich sagen. Und die sieht so aus. Richtig, richtig schön. Und könnt ihr das erkennen? Also man kann die drehen und hier innen drin, kennt ihr das noch von diesen Gläsern, die es früher gab, wo dann im Rand noch so eine Flüssigkeit drin ist? So ist das hier praktisch und ja, echt ein absolut schönes Gimmick. Finde ich richtig, richtig schön. Und die Palette selber ist natürlich auch mega schön. Ganz, ganz toll. So sieht das gute Stück aus. Richtig, richtig schön. Und ihr habt hier vier wirklich Glitzer-Lidschatten. Also das ist kein Lidschatten, es ist einfach Glitzer. Und richtig schön. Und ich swatche euch das gleich auch nochmal. Und ja, mega schöne Palette, gefällt mir richtig gut. Ja, ihr Lieben, das waren jetzt auch schon die kompletten Produkte, die ich den Monat geshoppt habe. Es sind einige Schätzchen dabei, einige, ja, Gebrauchsgegenstände, die ich immer wieder brauche. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt mir das doch gerne mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid und keine Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss!